gewaltige Bergpanoramen, kristallklare Seen, rauschende Flüsse. Ein Spektrum zwischen Hitze und Dauerregen. Reine Radlerfreude. Das ist wirklich der geilste Fahrradweg, den ich jemals gefahren bin. Und fiese Frustmomente. Ja, nu, Straße weg. Im September 2022 wollte ich einen der besten Radwege Europas erkunden. Dem vom ADFC mit 5 Sternen zertifizierten Trauradweg. Ein gemeinsames Heldenbummler-Projekt sollte es leider nicht werden, da Anne keinen Urlaub nehmen konnte. Also stellte ich mich auf eine Soloreise ein. Es war schon lange mein Traum gewesen, die Alpen einmal mit dem Fahrrad zu überqueren. Kurzerhand entschied ich mich, diese beiden Pläne miteinander zu verbinden. Mein brandneues Trekkingrad und eine gute Portion Entschlossenheit sollten mich von meiner Heimat im Thüringer Wald aus bis in die Alpen und darüber hinaus bringen. Mein Plan war es, innerhalb von 5 Tagen erst den Rennsteig und dann nach einer Fahrt durch ganz Bayern und Tirol den Brennerpass zu überqueren. Anschließend wollte ich in Südtirol auf den Trauradweg wechseln, welchen ich über Kärnten bis Maribor in Slowenien folgen würde. Die letzte Etappe würde mich durch Graz und das grüne Herz Österreichs, die Steiermark, bis nach Salzburg führen. Begleitet mich auf meiner ersten Etappe, die mit gleich 2 Gebirgsüberquerungen alles von mir abverlangen sollte. Ich wünsche euch, wie immer, viel Spaß. So, und hoch geht's. Im frühen Morgennebel ging es los. Nach gerade einmal 2 Kilometern stand mit der Fahrt über den Rennsteig die erste kleine Gebirgsüberquerung und damit der längste Anstieg auf dem Weg in die Alpen an. Fast oben angekommen, ergab sich schon das erste Problem mit der Route. Das ist jetzt nicht dein Ernst, oder? Es ist nicht zu fassen, wie jetzt diese Tour schon wieder losgeht. Es gibt zwar hier einen Weg drumherum, aber da muss ich jetzt noch mehr Höhenmeter machen. Es ist wirklich immer grandios. Momentan sind ständig Forstarbeiten und man kommt hier irgendwie nicht die großen Wege nicht mal lang. Also, ach nee. Na gut. Schauen wir mal weiter. So, wir sind jetzt offiziell auf dem Rennsteigradweg. Hier noch ein kurzes Stück durch den Wald, dann Leiterstraße. Erster Checkpoint ist erreicht, 3 Herrnstein, 378 Höhenmeter geschafft und 12,3 Kilometer, also ungefähr ein 13. der Strecke und gut ein Drittel der Höhenmeter. Der Rennsteig ist Thürings bekanntester Höhenwanderweg. Die oft beworbene Rennsteig-Radroute verläuft allerdings mehrmals über gefährliche Straßenabschnitte und ist damit radtouristisch gesehen nicht empfehlenswert. Für mich boten sich bis auf kleine Ausweichmöglichkeiten auf den befahrbaren Wanderwegen allerdings keine wirklichen Alternativen. Daher musste ich in den sauren Apfel beißen und die ca. 12 Kilometer der Straßenfahrt bis Masserberg in Kauf nehmen.
von wo aus die Radroute wieder auf Forstwegen verläuft. So, ich bin jetzt an einen Punkt angekommen, den ich jetzt schon den ganzen Tag herbeigesehnt habe. Denn jetzt bin ich an der höchsten Stelle der gesamten Tour erstmal, bis zu den Alpen natürlich. Und habe damit eigentlich auch eins der anstrengendsten Stücke jetzt schon geschafft, hinter mich gebracht. Und ich freue mich jetzt auf diesen, ich weiß nicht, ob man so gut sieht, aber ich bin jetzt dort. Und jetzt geht es nur noch bergab. Ich fahre jetzt erstmal von noch weiter den Rennsteigradweg, werde dann wahrscheinlich, glaube ich, auf dem Werratalradweg abbiegen und dann nach Coburg reinfahren, bin dann in Bayern und dann lasse ich mich die ganze Zeit eigentlich relativ entspannt rollen. Jo, war ziemlich anstrengend, bin jetzt auch froh, dass ich jetzt die Rennsteigstraße hinter mir gelassen habe und jetzt geht's weiter. Ist ja noch genügend Weg. Geht schon wieder bergauf. Naja, irgendwo müssen ja noch die 400 restlichen Höhenmeter herkommen. Den Werratalweg verlassend musste ich nun über viele Landstraßen fahren. Auch hier zeigte sich Thürings Radinfrastruktur leider nicht von der besten Seite. Die tollen Ausblicke und das herrliche Wetter entschädigten dies aber zumindest. Nach einigen Kilometern und mehreren deftigen Anstiegen erreichte ich die Landesgrenze zu Bayern. Kilometer sind gefahren, Hälfte der Strecke ist also schon geschafft. Habe jetzt hier endlich mal einen schönen Rastplatz gefunden, denn ich fahre jetzt schon seit so 15 Kilometern immer entlang einer Bundesstraße und ich glaube, das geht wirklich noch die nächsten 30, 40 Kilometer bis Bamberg so weiter. Aber die ist gar nicht so schlimm befahren, von daher ist das gar nicht so tragisch jetzt. Man ist auch immer ein bisschen abseits davon, nicht direkt dran, was ganz gut ist. Ja, jetzt werde ich mal meine erste richtige Pause machen und dann geht's weiter. Es freut sich ganz gut. Berg. Ich habe tatsächlich ein altes WC entdeckt und dachte, hier kann ich gleich mal Wasser auffüllen. Hat jetzt ein bisschen rostig geschmeckt, aber wenn man es durch den Filter jagt, geht es wieder. Habe auch gleich noch den Beutel vom Filter aufgefüllt, falls ich heute noch was kochen möchte. Jetzt habe ich zumindest erstmal wieder alle Flaschen voll und ja, jetzt haben wir es 3:45 und sind jetzt nur noch so 30 Kilometer eigentlich. Das sollte noch machbar sein. Schon seit der Landesgrenze fuhr ich nun auf richtigen Radwegen und in Bamberg wechselte ich auf die Radroute entlang des Main-Donau-Kanals. Bei einer Pause beobachtete ich die Schiffe auf dem Kanal. Ab hier fuhr es sich sehr entspannt, fast schon eintönig am Wasser entlang. Wenig später näherte ich mich meinem Ziel, ein Campingplatz kurz vor Erlangen. Ja, es ist ganz schön trocken. Da hinten liegt jetzt mein Campingplatz noch so etwa 1,5 Kilometer entfernt. Ich hoffe, dass sie noch einen Platz für mich haben. Ist mittlerweile auch 7:30. Wird Zeit, dass ich das Zelt auspacken kann und meine Isomatte ausbreiten kann und dann schlafen vor allem. Ja, war heute eine sehr schöne Tour, etwas unspektakulär teilweise, gibt also gar nicht so viel zu sagen. Der Main-Donau-Kanal war sehr gut zu befahren und ich muss sowieso sagen, dass ab Coburg ich auf ausgezeichneten Radwegen gefahren bin, gut vorankam, es war alles okay soweit. Morgen geht es dann weiter Richtung Nürnberg.
Am nächsten Morgen fuhr ich wieder zu meinem liebgewonnenen Main-Donau-Kanal, den ich nur kurz verlassen musste, um durch Fürth zu fahren. Von Nürnberg bekam ich so gut wie gar nichts mit. Ich hätte nicht gedacht, dass es möglich ist, eine Großstadt so entspannt mit dem Rad durchqueren zu können. An diesem Tag verbrachte ich gut 50 Kilometer damit, geradeaus am Wasser entlang zu fahren. Eine ziemlich unspektakuläre Tour also, die aber wertvolle Kräfte einsparte, die ich für die nächsten Tage noch würde gebrauchen können. Hallo vom zweiten Tag meiner Reise. Ich bin wieder am Main-Donau-Kanal, jetzt schon seit Dutzenden Kilometern durch Fürth und Nürnberg durchgefahren und jetzt ein bisschen durch die Prärie. Hier begegnet man auch kaum noch Leuten. Das Treten fällt heute ein bisschen schwer. Zum einen habe ich ein bisschen Gegenwind, zum anderen steckt mir doch noch etwas die gestrige Tour in den Beinen. Ja, ich habe hier eigentlich die ganze Zeit auch Gravel-Strecke, also auf Asphalt wird es ein bisschen schneller gehen, aber das ist weniger schlimm. Dafür habe ich hier wirklich immer eine schöne Aussicht. Für heute Nachmittag ist noch ein Gewitter angesagt. Bis dahin will ich versuchen, am Ziel zu sein. Wenn nicht, werde ich irgendwo unterwegs mich unterstellen oder so. Ja, dann schauen wir mal, wie gut ich dann noch vorwärts komme. Hinter Hippolstein verließ ich nun schweren Herzens den Main-Donau-Kanal und richtete mich nach dem Ostsee-Oberbayern-Radweg, auch als D11 bekannt. Auf dem Weg ins Altmühltal wurde es deutlich hügeliger und es gab einige Höhenmeter zu bewältigen. Die restliche Fahrt durch kleine Dörfer und entlang einer Autobahn gestaltete sich aber weiterhin recht unaufgeregt. Zielort Kipfenberg gefiel es mir so gut, dass ich hier gerne Halt machte und meine Nacht verbringen wollte. So, das ist meine Bleibe für heute Abend. Direkt am Wasser, was ziemlich cool ist. Ist auch ein schöner Ort hier tatsächlich. Das Gewitter ist heute ausgeblieben, dass das angekündigt war. Hätte man sich schon fast denken können. Und ich muss auch sagen, dass die Radwege sehr gut hier sind. Bisher in Bayern bin ich tatsächlich positiv überrascht. Ich hoffe, dass das so weitergeht. Morgen geht es dann in Richtung Ingolstadt, beziehungsweise eigentlich auch schon bis München. Da muss ich mal schauen, wie weit ich kommen werde. Das Wetter soll die nächsten beiden Tage sehr gut sein. Also steht nichts im Weg für ein paar schöne Radtouren. Am nächsten Morgen erwartete mich dichter Nebel. Die Burg Kipfenberg war kaum zu erkennen. Vorbei am geografischen Mittelpunkt Bayerns fuhr ich nun auf tollen Radwegen an kaum befahrenen Landstraßen entlang. Ich wusste zu diesem Zeitpunkt noch nicht, dass ich heute fast 13 Stunden lang unterwegs sein werde, 170 Kilometer radeln und dabei über 1100 Höhenmeter abreißen werde. Eine Tour, die mir lange im Gedächtnis bleiben wird.
Hinter Ingolstadt wurden die gut ausgebauten Radwege rar. Und so führte mich mein Weg über kleinere Landstraßen und Waldwege. Die Natur zeigte sich von ihrer schönen Seite. Aber es war einer dieser Tage, an dem man einfach nicht anhalten möchte und immer weiter in die Pedale tritt. Mittlerweile brannte die Sonne von oben herab. Diese Hitze hatte ich an einem Septembertag nicht erwartet. Mein nächstes Ziel sollte der Fluss Isar sein, doch vorher wurde ich von einem unerwarteten Ausblick freudig überrascht. So, ich weiß nicht, wie gut man das jetzt hier auf der Aufnahme sieht, die ich gerade gemacht habe, aber da hinten sieht man jetzt das erste Mal die Alpen und das ist natürlich ein besonderer Moment jetzt für mich. Ich war jetzt schon seit gut einem Jahr nicht mehr in den Alpen und jetzt mit dem Fahrrad so weit gefahren zu sein, dass man sie jetzt zum ersten Mal erblicken kann schon, das ist schon so ein kleiner Meilenstein auf jeden Fall, freue ich mich sehr drüber. Ansonsten ist es ein ziemlich warmer Tag, bin jetzt schon fast 90 Kilometer unterwegs, komme gleich an der Isar an, werde dort dann den Isar-Radweg fahren, auch durch München durch, aber vor allem werde ich erstmal dann eine kleine Pause machen, mich vielleicht für 2-3 Stunden auch einfach mal hinsetzen oder hinlegen, wieder Kräfte regenerieren. Und dann werde ich einfach schauen, wie weit ich heute kommen werde. Das Wetter soll auf jeden Fall halten. Auch in der Nacht, von daher habe ich noch genügend Zeit. Ja, und jetzt radel ich ja immer weiter hinter zu den Bergen und mal sehen, vielleicht sind wir morgen schon so weit, dass wir da hochfahren werden. So, da ist die Isar, da ist mein Fahrrad, da sind die Brötchen, die ich gleich essen werde und dort lädt meine Powerbank. Das Solarpanel habe ich bisher kaum gebraucht, weil tatsächlich den Strom, den ich über den Nabendynamo bekomme, fast immer ausreicht. Allerdings, wenn schon mal die Sonne scheint, dann kann ich sie auch nutzen. Und jetzt gibt es eine Pause. Auch heute gibt es wieder ein leckeres Porridge. Anne war nämlich so gut und hat mir ein Dutzend kleine Porridge-Päckchen vorbereitet, zu denen ich einfach ein paar Stunden vorher über die Nacht Wasser zugeben muss und dann kann man es genießen. Das heutige Porridge heißt Apfel-Zimt-Glück. Mal sehen, ob es schmeckt. Aber bestimmt. Es hat geschmeckt und nach einer ordentlichen Pause schwang ich mich wieder aufs Rad in Richtung München. Auch in der bayerischen Hauptstadt verläuft der Isar-Radweg direkt am gleichnamigen Fluss entlang. Der sonnige Sonntagnachmittag lockte natürlich auch unzählige andere Menschen nach draußen. Das ein oder andere Mal entstanden regelrechte Fahrradstaus. Mit nur kurzen Blicken auf den St. Maximilian und Co. wollte ich München so schnell wie möglich durchqueren. Zum Glück verteilten sich die Menschenmassen schon bald über den großzügigen Isarwiesen und ein entspanntes Radeln auf dem breiten Weg war wieder möglich. Wenig später verwandelte sich der Isar-Radweg in eine anspruchsvolle Gravel-Strecke. Der München-Venedig-Radweg weiter oben wäre für mich die bessere Wahl gewesen. Das Problem ist nicht die Steigung, sondern der Untergrund. So, mein Wasser ist langsam leer. Jetzt komme ich an diesem kleinen Bächlein vorbei. Ich werde mal was rausfiltern und gucken, ob es schmeckt.
Mit frischem Wasser im Gepäck und rund 150 Kilometern in den Beinen fuhr ich weiter der mittlerweile untergehenden Sonne entgegen. Gedanklich stellte ich mich darauf ein, bis in die Nacht zu fahren, um wohl heute nicht auf einem Campingplatz zu übernachten. So, 164 Kilometer sind gefahren. Wie ihr seht, bin ich immer noch unterwegs. Irgendwie, weiß nicht, also hatte ich jetzt noch so viel Power, dass ich jetzt einfach nicht aufhören wollte, Rad zu fahren. Jetzt ist natürlich die Frage, ob ich irgendwo noch einen Campingplatz kriege, ob ich irgendwo mein Zelt aufstellen darf. Wenn nicht, ja, muss ich halt ein bisschen weiterfahren oder mir ein schönes Plätzchen suchen. Na ja, mal sehen. Aber schaut mal, wie schön das hier ist. Tolle Aussicht. Es wird auch langsam wirklich dunkel. Hier wären jetzt zwei Bänke. Da können Sie sich natürlich auch auf so eine Bank hier einfach legen. Hier gibt es noch so ein Jugendlager, Jugendhochlager oder irgend sowas. Da war jetzt natürlich keiner mehr zu erreichen, aber vielleicht kann man ja einfach sein Zelt aufstellen und morgen bezahlen. Ich probiere es einfach mal. Ansonsten suche ich mir so einen Platz hier. Das ist das Alpenpanorama, herrlich. So, ich habe jetzt tatsächlich einfach jetzt mal hier gefragt, in der Jugendcamping, was auch immer das hier ist eigentlich, Riesenanlage, wirklich riesige Wiesen, wo man sein Zelt aufschlagen kann. Eigentlich ist es nicht dafür gedacht, hier sein eigenes Zelt aufzuschlagen, aber ich durfte es einfach mal machen, was natürlich sehr nett ist. Ja, habe jetzt hier irgendwie mehrere Hektar allein für mich und werde, denke ich mal, die Nacht da jetzt ganz gut genießen. Ja, das war ein ziemlich langer Tag heute. Bin in Kipfenberg gestartet, dann durch Ingolstadt, danach Landstraßen ohne Radwege, die auch wirklich kaum befahren waren. Dann bin ich an der Isar rausgekommen und habe dann wirklich nur der Isar gefolgt bis hierher. München war natürlich ein bisschen die Hölle, weil da so viele Leute unterwegs sind, was so ein Sonntagnachmittag bei tollstem Wetter natürlich nicht verwunderlich ist. Ja, jetzt werde ich mir noch was Kleines essen und dann schlafen gehen und morgen ganz früh aufbrechen und ich freue mich schon auf die Berge. Bis dahin. Nach einer sehr ruhigen und erholsamen Nacht in Rothmühle, wo ich dankenswerterweise kostenlos zelten durfte, stieg ich gegen 6 Uhr wieder auf mein Fahrrad. Als ersten Wegpunkt erreichte ich Bad Tölz, ein hübsches Örtchen an der Isar. Ich näherte mich jetzt spürbar den Bergen und die herrliche Sicht bei klarem Wetter euphorisierte mich regelrecht. So, guten Morgen, es ist Tag Nummer 4. Ich bin jetzt sehr früh gestartet von der Jugendsiedlung aus. Bin jetzt gerade durch Bad Tölz durchgefahren. Es sind eben gerade die ersten Sonnenstrahlen rausgekommen. Und ich fahre wahrscheinlich gerade eine der schönsten Radstrecken in ganz Deutschland. Man folgt hier die ganze Zeit der jetzt ziemlich wilden Isar und hat wirklich einen tollen Blick auf das Bergpanorama. Und ich schätze mal, da wird schon so der ein oder andere 2000er in Sicht gewesen sein. So, ich genieße jetzt hier nochmal die Ruhe auf dem wunderbaren Isar-Radweg.
der leider gleich direkt an der Bundesstraße entlang führen wird für viele, viele Kilometer. Das Stück hier ist übrigens auch der München-Venedig-Radweg. Diesen werde ich dann auch von der Silfensteinsperre aus dann weiter folgen. Der Isar-Radweg geht dann in die andere Richtung ab. Und dann werde ich von der da boxen sich ein paar Ziegen, zum Südwestenspeicher, dann zum Aachensee fahren und von dort aus dann planmäßig runter nach Innsbruck und dann gleich wieder bergauf zu einem Campingplatz, den ich heute hoffentlich dann erreichen werde. Es werden ziemlich viele Höhenmeter natürlich heute und ich bin schon gespannt. Der Weg soll teilweise etwas schwieriger zu befahren sein. Ich möchte aber halt keine Bundesstraßen fahren oder so, von daher werde ich das in Kauf nehmen. Wenn es nicht geht, muss ich halt schieben oder halt doch eben die Bundesstraße fahren. Na gut, kleines Päuschen und dann ab in den Trubel der Schnellstraße. So, das Stück war jetzt gar nicht so schlimm wie erwartet. Nur anfangs in so einem Dorf war der Radweg ziemlich eng. Wenn da mal Autos vorbeikamen auf der Landstraße, dann war es natürlich ziemlich laut. Aber jetzt führte der Weg hier wieder von der Straße ab. Und jetzt hat man hier zwischen der Straße und dem Radweg einen schönen Wald. Man hört also nichts mehr. Fährt jetzt hier komplett durch die Dülle. Jetzt geht es einige Male ziemlich steil bergauf. Wieder runter, wieder bergauf. Da kommen dann halt auch diese ganzen Höhenmeter zusammen. Denn das erste Ziel an sich ist jetzt gar nicht so hoch mit etwa 950 Höhenmetern oder so. Aber anstrengend ist es trotzdem. So, ich bin jetzt hier an der Silfensteinsperre, so ist es nämlich richtig. Nicht Silvestensperre, das hatte ich vorhin falsch gesagt, aber ist ja auch egal. Jetzt hat man hier zwei Möglichkeiten. Man kann entweder einer ziemlich stark befahrenen Bundesstraße hier rum folgen und das wäre auch definitiv der kürzere Weg. Ich werde aber auch einfach, weil ich die Herausforderung jetzt haben möchte, den München-Venedig-Radweg weiterfahren. Die führt jetzt auch erstmal über eine Straße bis zum nächsten Ort. Ab dort soll es dann ein ziemlich kiesiger Weg dort über diesen Hügel dort hinten sein. Man fährt jetzt also quasi einmal um die Talsperre, dann hier und, über den Hügel und kommt dann dort wieder raus, wo auch die Bundesstraße rauskommt. Da das jetzt die offizielle Radroute ist, gehe ich davon aus, dass da weniger Verkehr ist. Was ich jetzt aber so an der Kreuzung hier beobachtet habe, ist relativ ausgeglichen. Von daher hoffe ich, dass die Autofahrer einfach ein bisschen Rücksicht zeigen und mich am Leben lassen, zumindest bis zum Dorf. Danach sollte ich dann wieder fernab des Autoverkehrs sein. Gut, das wird jetzt ziemlich anstrengend, denke ich mal, aber da muss ich jetzt durch und ja, wir werden sehen, ob ich es schaffe. Obwohl der München-Venedig-Radweg bis zu diesem Zeitpunkt recht einfach zu befahren und somit auch für Fahrräder mit flacheren Reifenprofilen geeignet war, änderte sich dies auf einmal schlagartig. Der kiesige Untergrund kombiniert mit teils steilen Anstiegen verlangte einiges ab. Das Hinterrad schlackerte oft und drehte ab und zu sogar durch. Immerhin war ich nicht der Einzige, der mit diesen Bodenverhältnissen zu kämpfen hatte. Danke. Nicht ganz die richtige Reifung dafür. Aber ich bin ja auch am struggeln. Nichtsdestotrotz war ich froh, nicht die Straße genommen zu haben. Denn erst jetzt kam in dieser herrlichen Gegend so richtig alpines Flair auf. Servus.
Lieblingskurve. Und da ist wieder die Bundesstraße, die man auch einfach hätte fahren können. Aber wir sind ja keine Reichlinge. Keine Warmsesselpupser. So, dreimal musste ich absteigen auf dieser Höllentour gerade. Aber jetzt scheint der Radweg asphaltiert zu sein. Boah, also war jetzt ein Erlebnis, aber nächstes Mal mit einem Gravelbike oder Mountainbike oder mit breiteren Reifen, das wird auch schon reichen. So, ohne dass ich es jetzt wirklich gemerkt habe, bin ich schon in Österreich. Das ist jetzt hier schon Aachenkirch. Also Aachensee dürfte nicht mehr so weit weg sein. So, dieser markante, etwas pyramidenförmige Berg dort. Das müsste die Seekarspitze sein. So etwas über 2000 Meter hoch. Da oben stand ich schon mal. Und habe auf den Aachensee herabgeblickt. Eine wirklich schöne Wanderung da hoch. Kann man sehr empfehlen. Der Aachensee ist der größte See Tirols und wahrlich einer der schönsten. Umringt von anmutigen Bergen ist das türkisblaue Gewässer beliebt bei Wanderern und Wassersportlern. Auch der breite Rad- und Gehweg entlang des Ostufers lässt sich wunderbar befahren. Während der Fahrt kam ich kaum aus den Staunen heraus, denn hinter jeder Kurve tat sich ein neuer Ausblick auf. So, den Aachensee habe ich schweren Herzens hinter mir gelassen. Jetzt steht Folgendes an. Ich muss jetzt nach Innsbruck. Und wie man hier vielleicht auf dem Höhenprofil sieht, bei Komoot, geht es jetzt wie eine steile Wand einfach runter. An sich gut. Wir müssen schauen, wie gut der Weg jetzt ist vom München-Venedig-Radweg. Ob der wieder so grobschottrig ist wie vorhin oder ob es hier ein bisschen sachter runter geht. Das Problem ist nur, mein Campingplatz liegt eigentlich fast auf der Höhe, auf der ich gerade bin. Das heißt, ich muss das alles wieder hoch. Aber davor gibt es eine ordentliche Pause. Und mal sehen, ich rufe da vorher mal an. Vielleicht haben die auch gar nicht offen. Aber das wäre das Ziel für heute, weil ich schon ein bisschen für morgen vorarbeiten möchte. Und es ist jetzt gerade mal 12:30, ist also noch ein bisschen Zeit. Die Abfahrt ins Jenbachtal war zwar anspruchsvoll und ich musste ordentlich in die Bremshebel greifen, aber dafür war der Weg besser zu befahren als der Abschnitt zum Aachensee. Eine Serpentine folgte der anderen und oft kamen mir schweißüberströmte Radfahrende entgegen. In dem Moment war ich froh, diesen Weg nicht hochfahren zu müssen. Unten im Tal stieß ich auf den Inntalradweg, gönnte mir eine längere Pause am gleichnamigen Fluss und fuhr weiter westlich in Richtung Innsbruck, vorbei an Feldern, durch Dörfer und entlang der Bahnstrecke. So, jetzt geht da mein Weg weiter. Ich bin jetzt bis hier in den
Inntal-Radweg gefahren. Sehr gut ausgeschildert, auch teils sehr gut zu befahren. Immer ein bisschen nervig, wenn man dann viele Straßen kreuzen muss, aber so ist es dann eben. Jetzt heißt es hier ungefähr 300 bis 400 Höhenmeter nochmal hochzumachen. Es ist irgendwie extrem warm tatsächlich. Horn hat sich ein bisschen zugezogen, er scheint sich gerade wieder aufzulösen. Deswegen ballert jetzt auch natürlich die Sonne hier volles Karacho auf meinen Kopf. Ja, und das ist jetzt der Weg. Ich bin gespannt, wie der wird. Also dann, ich melde mich von oben. So, das schlimmste Stück ist geschafft. Das heißt nicht, dass ich jetzt noch die meisten Höhenmeter vor mir habe. Aber das kurze Stück war jetzt hier auf einer ziemlich stark befahrenen Landstraße, wo 80 Sachen erlaubt sind. Das nervt natürlich dann ein bisschen, wenn man sich da gerade hochquält und man permanent zu knapp überholt wird. Ich muss jetzt weiter hier hoch. Jetzt kommt so mit das steilste und längste Stück nochmal. Aber um einiges verkehrsberuhigter, da ist sogar ein Vitalradweg ausgeschildert in die Richtung. So ganz vital fühle ich mich nicht mehr, aber ich glaube nach 110 Kilometern und 1100 Höhenmetern darf man das auch. Der restliche Weg zum Campingplatz bot kaum eine Verschnaufpause. Stetig ging es steil bergauf und so langsam ging an diesem heißen Tag meine Wasservorräte zur Neige. Nach 113 Kilometern und über 1200 Höhenmetern erreichte ich völlig ausgelaugt den Ortsteil Judenstein der Gemeinde Rinn und damit mein Tagesziel. Gestern war er noch da und jetzt ist er nicht mehr da, der Bus. Weil irgendwie anders gefahren ist, der was gestern Zugang kann man sonst. Guten Morgen an einen etwas verregneten fünften Tag meiner Reise. Ich habe gerade den Campingplatz verlassen und auch den Ort Rinn. Den Campingplatz werde ich nie wieder aufsuchen, der war schrecklich. Also er an sich schön gelegen, aber Problem ist nur direkt an der großen Straße und gegenüber irgendeinem Gasthaus. Direkt nebenan eine Baustelle, wo bis 20 Uhr Metall geschliffen wurde. Boah, erholsam war die Nacht jetzt trotzdem einigermaßen. Naja, egal, es geht jetzt weiter. Heute geht's nun endgültig über die Alpen bis Brenner erstmal. Und dann will ich eigentlich bis nach Brixen fahren. Ich muss gucken, wie fit ich heute bin, weil die gestrige Tour hat wirklich eigentlich meine letzten Reserven irgendwie aufgebraucht. Und naja, und ich weiß noch nicht so ganz, ob mein Plan aufging. Innsbruck zum Fahren und schon vorher auf den Berg hochzufahren und jetzt hier über diesen Vitalradweg ein bisschen sozusagen, naja, die Schnellstraße abzukürzen. Also theoretisch müsste man von Innsbruck aus, wenn man dann in München-Venedig-Radweg fährt, die ganze Zeit so eine große Straße fahren bergauf und das macht sicherlich keinen Spaß.
Auf die Straße da hinten muss ich trotzdem drauf. Anders geht's dann einfach nicht mehr. Leider bis Brenner. Ab Brenner hat man ja wunderbar ausgebauten Radweg. Keine Ahnung, warum das auf italienischer Seite funktioniert und auf der österreichischen nicht. Da bin ich überfragt. Aber es scheint da jetzt noch nicht so viel los zu sein. Deswegen werde ich jetzt einfach mal weiterradeln und gucken, wie es wird. Das Wetter scheint es, naja, es soll eigentlich sehr warm heute werden. Also heiß eigentlich schon, 29 Grad. Bis jetzt ist davon nicht viel zu merken. Aber ich bin auch froh, wenn es erstmal ein bisschen bedeckt ist. Denn gestern, das war schon ziemlich ätzend mit der Sonne. Nun gut, genug gelabert. Jetzt geht's weiter und ich bin gespannt auf die Tour. Der erste Teil des Weges zum Pass besteht größtenteils aus einer Landstraße, welche durch mehrere Dörfer führt. Diese Straße ist ab und zu für den motorisierten Durchgangsverkehr in Richtung Italien gesperrt. Warum sie nicht immer gesperrt ist, wenn doch mit der Brenner Autobahn und der parallel verlaufenden Brenner Straße im Tal zwei Alternativen bestehen, ist mir bis heute nicht klar. Generell ist aber der Verkehr hier deutlich annehmbarer. Später führt der München-Venedig-Radweg über Wirtschaftsstraßen und Schotterwege abseits des Kfz-Verkehrs, was zwar mit mehr Höhenmetern, aber dafür mit entspannteren Fahren verbunden ist. Nach einigen Kilometern ist in Staffelach, aber leider auch damit Schluss. So, das war jetzt wirklich der letzte Meter abseits der großen Straße. Jetzt geht's bis zum Brenner, hoch immer so weiter. Ein Auto nach dem anderen. Naja, was Mut, das Mut. Aber es wäre natürlich schön, wenn es eine Alternative gäbe. Ja. Die letzten 250 Höhenmeter verteilen sich auf 8 Kilometer Brennerstraße. Abgase, knappe Überholmanöver und teils aggressive Autofahrende gehören hier leider zum Alltag. Ständig weisen Schilder auf vorsichtiges und rücksichtsvolles Fahren hin und ein bisschen schlecht fühlt man sich auch, wenn man mit 8 km/h strampelnd den Autoverkehr bremst. Aber da es keine Alternative gibt, kann man nur die Zähne zusammenbeißen und sich weiter hochquälen. Die Wurzeln dieses Problems liegen an einer anderen Stelle. Dort links sieht man gerade ganz gut, wie viel LKW man auf die Schiene bringen könnte. Aber das ist ein bisschen zu wörtlich genommen. Und ach ja, wir haben es gleich geschafft. Dann sind wir endlich runter von dieser Straße. Benvenuto in Italia. Ich hab's geschafft. Hab die Straße überstanden und hab jetzt gerade so realisiert, dass ich jetzt wirklich eigentlich den schwersten Punkt der ganzen Reise überstanden habe. Das war eigentlich das, wovor ich mich am meisten gekraut habe, diese Straße jetzt hier hochzufahren. Einige Autofahrer und Motorradfahrer zeigen absolut keine Rücksicht, überholen einen viel zu knapp, hupen einen an. Obwohl sie eigentlich wissen müssten, dass das hier eine internationale Radroute ist. Und man kann doch einfach auch mal die Leute, die nicht im Auto unterwegs sind und vielleicht sich es körperlich beweisen wollen oder vor allem auch anderen beweisen wollen,
dass man denen nicht einfach mal diesen Spaß lässt, ja, diesen Moment einfach genießen lässt. Weil das ist einfach nicht schön, wenn man mit 8 km/h hier sich hochschlenkert und es ist halt auch Schlenkern. Ja. Wenn man so voll beladen ist, kann man schwer eine gerade Linie fahren bergauf. Also das müsste man auch einfach wissen. Und dann reicht es nicht, einen mit 30 cm zu überholen, weil lass mich mal kurz nach links ausschlagen und schon streifst du mich halt. Ja. Sehr wünschenswert, wenn dieser Radweg, auf den ich jetzt gleich fahren werde, auf den ich mich echt schon die ganze Zeit freue, noch runtergezogen wird bis nach Innsbruck. Es wäre schön, wenn die Österreicher da mal was machen. Egal, ich freue mich jetzt hier eigentlich auf dem Scheidepunkt zu sein. Ja. Also das ist jetzt, ich bin jetzt 1370 Meter hoch, glaube ich. Ja. Ich könnte jetzt sagen, natürlich, das war jetzt der größte Teil meiner Reise, aber das stimmt gar nicht. Ich habe es noch gar nicht gesagt, aber Brixen ist nicht Zielort. In Brixen werde ich einen Tag bleiben, denke ich mal, und dann geht's weiter. Und zwar nach Slowenien, planmäßig. Muss ich gucken, ob ich das schaffe, wie das Wetter wird und so weiter. Ich werde dann nämlich den Trauradweg fahren. Der soll sehr schön sein. Und möchte ich dann bis Maribor fahren. Die letzte Etappe des Trauradwegs lasse ich aus bis nach Kroatien, höchstwahrscheinlich. Ja, und von Maribor möchte ich dann nach Graz fahren und von dort aus dann nach Salzburg. Ich hoffe, dass der Weg jetzt besser wird. Die Etappen werden jetzt nicht mehr so lang sein. Ja, hoffe, dass das Wetter fein mitspielt. Gut, genießen jetzt noch die Ankunft in Italien und gerade eben bin ich schon ein bisschen emotional geworden, aber es hat sich gerade wieder gelegt. Weil es ist das erste Mal, dass ich die Alpen halt mit dem Fahrrad überquere. Und das muss man auch ein bisschen feiern. Ne? Nichtsdestotrotz, ich glaube, ich feiere das jetzt mit einer wunderbaren Abfahrt auf einen, wie ich es weiß, wunderbaren Radweg. Gut, also dann. Viel Spaß noch. Der Radweg auf der ehemaligen Bahntrasse zwischen Brennero und Sterzing bietet ein besonderes Fahrraderlebnis. Rasant geht es auf einer meisterlich ausgebauten Strecke mit imposanten Ausblicken bergab. Der gesamte sogenannte Eisacktal-Radweg ist 96 Kilometer lang und endet in Bozen. Es ist das absolute Kontrastprogramm zum Aufstieg auf der österreichischen Seite. Das ist wirklich der geilste Fahrradweg, den ich jemals gefahren bin. Also wirklich, es erinnert mich ein bisschen an den Ilm-Rennsteig-Radweg bei Ilmenau, aber die Aussichten sind ja doch noch etwas besser. Die Bahntrasse verlassend, verläuft der Radweg nun über Nebenstraßen und durch verschiedene Ortschaften. Teils muss noch mal ordentlich bergauf gestrampelt werden. Vor Brixen entschied ich mich dazu, gleich dem München-Venedig-Radweg weiter zu folgen und nach einer geeigneten Unterkunft für meinen Ruhetag Ausschau zu halten. Bin ich in einer Pension. Meine gestrige Tour endete etwas abrupt. Ich war ja dann doch etwas fertig, einfach von der Alpenüberquerung. Ich hatte eigentlich vor, bis Mühlbach zu fahren und mir dann ein Hotel zu nehmen. Aber ich bin hier ein paar Orte weiter vorher in
Schwabs an einer Pension vorbeigekommen. Die hatten so ein nettes kleines Schildchen drunter, das vor allem Radfahrer gern gesehen sind. Und da dachte ich, komm, fragst einfach mal nach. Und ja, habe jetzt hier ein Doppelzimmer bekommen. Es war jetzt nur eine Zwei-Sterne-Pension, aber ich denke mal, es ist immer noch besser als ein Campingplatz. Habe jetzt gleich mal die Chance genutzt, hier ein bisschen Wäsche zu waschen. Die hängt hier überall noch ein bisschen. Außerdem konnte ich jetzt hier mal alles aufladen. Dort schneide ich gerade noch am letzten Ostsee-Reiserad-Video, das hoffentlich pünktlich fertig wird. Ja, habe heute, wie gesagt, natürlich schon hier einen Ruhetag gehabt. Morgen geht es dann weiter nach Toblach. Das wird eine sehr kurze Tour von 55 Kilometern bloß. Allerdings, ich glaube, nochmal 700 Höhenmeter. Allerdings soll morgen sehr schlechtes Wetter werden, ab Vormittag dann regnen, mittags gewittern. Aber da die Tour recht kurz ist, denke ich mal, wird das nicht das Riesenproblem sein. Regensachen habe ich ja dabei. Ja, und dann geht es sozusagen ins Gebiet der Dolomiten. Bin ich schon sehr gespannt drauf und danach zum Trauradweg. Ganz nettes Örtchen hier, war heute zwar nicht wirklich draußen, aber so ist das halt. Die letzten 5 Tage waren das sehr anstrengend, da kann man auch mal den ganzen Tag faul hier rumliegen, beziehungsweise ein bisschen am Video schneiden und so, SD-Karten leer machen und so weiter und so fort. Von daher habe ich jetzt die Chance einfach mal genutzt und ja, ich melde mich dann morgen wieder. Ciao, ciao. Und im nächsten Teil meiner Reise erwartet euch dies. It's weekend hour, wirklich. Ein wunderschönen guten Tag. Das war echt das heftigste Gewitter, das ich schon in den letzten Jahren miterlebt habe.